Grüß euch Leute, hier ist euer Wanderfalke draußen in der Natur, hier mitten am Skilift. Und ich musste diesen Ort unbedingt heute nochmal besuchen, nachdem wir hier gestern zum Schlittenfahren waren und wollte euch diese Schneehöhle zeigen. Und im gleichen Zuge werde ich hier auch noch was kochen. Wir haben jetzt um die Mittagszeit. Es wird leckere Maultaschen mit Ei aus der Pfanne geben. So ein kleines Spezialitätenrezept von der Schwäbischen Alb. Ich weiß nicht, ob ihr das da bei euch auch kennt im Norden. Ich erkläre euch ganz genau, wie man das macht. Es ist ein super leichtes Rezept, eignet sich hervorragend für Outdoor. Habe ich draußen noch nie gekocht und wird heute eine kleine Premiere sein. So, jetzt zeige ich euch mal diese Höhle, bevor sie zusammenschmilzt. Gestern, Leute, war hier richtiger Schneesturm und wir haben das zusammen gebaut, die Kinder und ich. Wir haben erst klein angefangen, dachten so, ja, wir bauen uns so eine Spielhütte, so halb Spiel. Und dann wurde das plötzlich ernst. Wir haben das voll ernst genommen und haben dann hier die richtige Höhle gebaut. Und das war so toll. Hier war wie so, ja, von der Seite kamen die Schneeflocken. Man hat kaum noch was gesehen. Und da saßen die Kinder drin, voll geschützt. Bisschen warm, weil durch die Körpertemperatur heizt sich das da drin auch auf. Das war eine klasse Sache, hat riesen Spaß gemacht und war wieder ein einmaliges Erlebnis. Okay, dann zeige ich euch mal die Höhle. Heute ist sowieso wieder so ein super Tag. Ich habe die Sonne so vermisst, Leute. So vermisst, das könnt ihr mir gar nicht glauben. Ich bin richtig froh. Das war ein übles Wetter hier. So sieht das Ganze aus. Gucken wir mal rein. Also ein richtig kleines Shelter. Hier unten habe ich Tannenreisig rein. Gut, jetzt ist Tauwetter, es tropft. Für das Wetter wäre die Höhle jetzt nichts mehr, da wird man nass da drin. Aber wenn es gefroren ist, optimal. Wir haben hier erst angefangen mit so einem kleinen Gerüst aus dünnen Ästen. Und das ganze dünne Gerüst trägt praktisch die ganzen Schneeplatten. Weil gestern war es hier so oberflächlich gefroren, der Schnee. Und da konnten wir hier schöne Schneeplatten rausmachen, wie so Dachziegel. Und haben die dann hier draufgelegt. Ja, jetzt ist es Matschschnee. Und dann konnten wir das alles hier abdecken und dann war das wunderbar. Und hier vorne habe ich dann noch so einen Windfang gebaut, weil der Wind kam genau aus dieser Richtung und ist dann hier schön abgehalten worden. Man konnte da drin sitzen, rausschauen. Ist auch schön getarnt, man sieht es kaum, alles weiß. Hier ist auch alles weiß vom Schnee. Man hat dann hier so einen Eingang sozusagen und kann dann da drin sitzen. Ich gehe mal jetzt kurz rein, damit ihr so einen kleinen Größenvergleich habt. Ich kann hier richtig reinkriechen. Könnt ihr mich mit einer Rettungsdecke zudecken. Hier vorne noch zumachen mit einer Jacke oder mit mehr Schnee. Und bin hier richtig geschützt da drin. So, ich komme wieder raus. Der Vorteil dadurch, dass es so klein ist, ist, dass die Körpertemperatur, weil die heizt ja schon, der Körper heizt. Und dann heizt es da drin ein bisschen was auf. Auch ohne Feuer merkt man da drin einen gewissen Temperaturunterschied. Auch, dass da kein Wind-Chill-Effekt ist. Das heißt, der Wind nimmt die Temperatur nicht weg. Es ist windstill da drin. Da drin war es top geschützt. Also super Survival-Shelter, Leute. Einfach mal so nebenher beim Rodeln gebaut. Immer im Training bleiben. So, jetzt wird gekocht. Ich habe Hunger. Schauen wir uns mal die Zutaten an, die ich für die Maultaschen aus der Pfanne brauche. Ich habe hier als Basis die Maultaschen. Das sind jetzt Bürgermaultaschen. Diese Maultaschen gibt es in verschiedensten Variationen. Die gibt es auch vegetarisch, die gibt es auch im Bioladen. Aber die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Hier Maultaschen traditionell schwäbisch. Die haben jetzt auch noch originalschwäbisch. Ich habe keine Ahnung, was da der Unterschied sein soll. Man kann sie kochen in der Suppe oder eben anbraten. Und dafür nehme ich diese große Pfanne hierher. Dann brauche ich noch Eier. Hier habe ich so eine spezielle Transportbox für Eier, damit die nicht zerdrücken. Ich brauche immer ein bisschen Salat bei dem, was ich esse. Auf jeden Fall Zwiebeln gehören mit rein in die Pfanne. Und nachher als Garnitur hier ein paar Salatblätter, Gurke, Petersilie. Und dann habe ich hier noch vom Wochenmarkt, die liebe ich auch hier, diese Oliven und diese scharfen Paprika vom türkischen Stand, vom Olivenstand. Ah, das ist so lecker, das ist einfach. Das mag ich voll mit dem Knoblauch und der Schärfe. Jo, dann haben wir hier etwas Speck, angeräucherter Bauchspeck, Gewürze, Salz, Pfeffer, Kräuter hier im Paddling, in dieser Röhre. Hier ist Öl drin und mehr brauche ich nicht. Das ist alles und da kann ich mir ein sehr schmackhaftes Mahl draus zaubern. Und dazu muss ich erstmal die Zwiebel klein schneiden, Öl in die Pfanne geben,
Und dann geht, ja, und die Maultaschen in Streifen schneiden, dann geht's schon los. So, die Zwiebeln ein bisschen schwenken. Maultaschen rein. Die Reihenfolge spielt eigentlich nicht so eine große Rolle. Man kann alles zusammen in die Pfanne machen. Den Speck mache ich auch noch mit rein. Und das war's schon. Mehr brauche ich nicht zu tun. Das brate ich jetzt alles hier an. Dann kommen da gleich die Eier drauf. Ich kann das Ganze noch ein bisschen abwürzen und fertig. Ich achte immer darauf, dass die schön goldbraun angebraten sind, die Maultaschen. Die werden richtig knusprig braun. Ich kriege eine richtig schöne, knackige, knusprige Kruste. So muss das aussehen. Schaut mal, wie schön es brutzelt. Ganz knusprig werden die Maultaschen. So, jetzt kommen die Eier hinein. Man kann das Ganze omelettartig gestalten oder man kann auch alles umrühren, so wie eine Art Rührei, sage ich jetzt mal. Kann man machen, wie man möchte. So, ich rühre das gleich um, würze es aber noch geschwind. Ein paar Kräuter. Salz braucht man eigentlich gar nicht reinmachen, weil es extrem salzig ist durch den Speck natürlich. Aber vielleicht noch ein bisschen frische Petersilie rein. Wenn ich kein Brett draußen zur Hand habe, dann presse ich die Petersilie hier so zwischen Zeigefinger und Daumen und schneide dann ganz knapp mit dem Taschenmesser hier runter. Und dann ist es auch etwas feiner, sage ich mal. Feiner, als wenn man sie einfach nur zupfen würde. Lustig, das hat jetzt gerade gepasst. Der Spiritus neigt sich jetzt dem Ende, der geht gleich aus und die Pfanne ist genau fertig. Das Gericht hat also genau gepasst. Hier eine Ladung voll Spiritus für eine Pfanne voll Maultaschen. Zeit zum Anrichten, Leute. So, dann mache ich mir die Maultaschen hier auf eine Seite. Habe hier ganz einfaches Toastbrot. Habe hier Salatblätter, Roma-Salat, der ist immer schön knackig. Legt mir das einfach hier so hin. Dann hier noch ein paar Gurkenscheiben dazu. So. Dann Antipasti. Oh, lecker, lecker, lecker. Hier diese feinen, scharfen, eingelegten Peperoni. Grüne Oliven. Schwarze Oliven. Ja, dann noch etwas Petersilie oben drauf. Hier Garnitur. So. Und fertig ist das Ganze. Das ist für mich hier Lebensqualität. Einfach draußen sein in der Natur, etwas Leckeres gekocht zu haben und dann diese, ja, die Natur zu spüren, den Wind, die leichte kalte Temperatur. Die Sonne ist jetzt verdeckt, gleich kommt die Sonne wieder raus, dann wird es wieder warm. Dann ist hier so eine ruhige, stille Atmosphäre. Gut, es fährt ab und zu mal ein Auto vorbei oder es kommt ein Flugzeug. Aber es ist nicht so turbulent wie in der Stadt und ich kann mich hier einfach hinsetzen und runterfahren und habe nicht mal viel dafür tun müssen. Es kostet mich überhaupt nicht viel Geld hier, die Maultaschenpfanne, die hat mich ein paar Euro gekostet. Ist ganz einfach zu machen, dieses Essen. Das kann man sich auch schnell nach der Arbeit einmal machen und dann einfach hier draußen sein. Da brauche ich nicht nach Mallorca zu fliegen. Mahlzeit, Leute, jetzt aber. Guten Appetit, Leute. Ich nehme mal einen Haps, sonst kann ich vor lauter Mundwasser nicht mehr sprechen, weil ich so einen Hunger habe. Oh, lecker. Schmeckt hervorragend. Ich kann es euch nur empfehlen. Also einfacher geht es wirklich nicht mehr. Ein ganz leichtes Gericht, aber sehr schmackhaft. Leute, mir hat es wieder mal viel Freude gemacht, für euch zu kochen. Naja, auch ein bisschen für mich. Ich habe ja Hunger. Aber wie heißt es so schön? Hunger ist der beste Koch.
In diesem Sinne wünsche ich euch guten Hunger. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Tschüssle.